So, wir haben hier das nagelneue Scott Addict E-Ride, das erste E-Rennrad aus dem Hause Scott. Entsprechend hoch sind unsere Erwartungen und was es dazu zu sagen gibt, inklusive Fahrbericht, das zeigen wir euch jetzt. Ja, das erste E-Rennrad von Scott, das Scott Addict E-Ride. Spannendes Bike, schönes Rad, weil auf den ersten Blick nicht als E-Bike erkennbar und meiner Meinung nach auch nicht auf den zweiten Blick als E-Bike erkennbar. Ich werde hier von Ästen erschlagen. Wir haben hier natürlich als Testrad die Top-Variante. Die wiegt 10,7 Kilo, ist natürlich ein Carbonrahmen. Super leicht. Scott hat das realisiert mit einem Nabenmotor von Mahle. Man sieht es wahrscheinlich von der Seitenansicht kaum, der steckt so im Hinterrad. Man spürt es auch beim Hochheben so ein bisschen, es ist hinten ein bisschen schwerer. Und einem 252 Wattstunden Akku hier im Unterrohr. Und auch hier gilt, wie ihr seht, sieht man nichts. Das Unterrohr ist minimal vielleicht voluminöser, als es bei einem vergleichbaren Rennrad ist. Und viele Aero-Räder da draußen haben wahrscheinlich sogar voluminösere Unterrohre. Die Kehrseite von dieser Akkukonstruktion ist, als jetzt, sage ich mal, Fahrer den Akku zu entnehmen, ist nicht wirklich möglich. Also man kann ihn rausnehmen mit Werkzeug und so weiter. Scott empfiehlt es aber, dass man es nur beim Händler macht. Und ich sage jetzt mal, zum mal eben Laden nimmt man den Akku beim Scott Addict E-Ride nicht aus dem Fahrrad. Das heißt, es muss halt immer an der Steckdose stehen, wenn man es laden will. Aber da es so leicht ist, ist es jetzt auch nicht allzu tragisch. Und ja, der eine oder andere mag jetzt denken, 252 Wattstunden, ganz schön wenig. Jein, so zum einen ist es so, dass es natürlich ein sportives, leichtes Rad ist. Das heißt, der Antrieb muss auch nicht so viel leisten. Für diejenigen, die aber trotzdem noch ein bisschen mehr Akkuleistung möchten, bietet Scott noch einen Range Extender an. Beziehungsweise bei der Top-Version ist der Range Extender auch schon mit dabei. Der wird hier montiert am zweiten Flaschenhalter, bringt nochmal so ungefähr dieselbe Akkuleistung. Also man kommt dann so auf, ich bin mir nicht ganz sicher, so um die 450 Wattstunden Kapazität insgesamt. Und damit kommt man dann auch wirklich Tagestouren mit einigen Höhenmetern voran. Ja, ansonsten, wie gesagt, Mahle Nabenmotor. Scott ist sehr stolz auf die eigene Abstimmung, die man dann auch wirklich in vielen Testfahrten erarbeitet hat, dass man natürliches, effizientes und trotzdem kräftiges Fahrgefühl hat. Und ja, was mir persönlich ganz besonders gefällt, ist die extrem cleane Optik. Also das gilt gar nicht so sehr, auch nur, weil man den Motor und den Akku nicht sieht, sondern man sieht auch keine Kabel und gar nichts. Man hat keine blöde Fernbedienung irgendwie am Lenker, die die ganze Optik kaputt macht. Der Kompromiss ist, man hat hier eben einen Knopf, mit dem man den Antrieb sowohl an- und ausmacht, als auch die Unterstützungsleistung steuert und über eine blinkende LED bzw. so einen Farbring kann man dann die Unterstützungsleistung und die Akkukapazität und so weiter ablesen. Ja, ist nicht ganz so intuitiv wie vielleicht bei so einem dicken E-Bike-Display, aber ich finde, an einem E-Rennrad ist es der richtige Kompromiss, den Scott hier eingegangen ist. Ja, wen sieht Scott als den typischen Fahrer des Addict E-Ride? Wie die Namensgebung schon sagt, das Addict ist angelehnt an eben das Addict RC, das Top-Rennrad aus dem Hause Scott und ist entsprechend wirklich ein Racebike. Das ist kein Kompromiss, kein gemütlicher Tourer, sondern das ist wirklich ein sehr sportliches Fahrrad. Das sieht man auch daran, hier in der Standardversion ist es mit 30 mm Reifen, wird es ausgeliefert. Scott sagt selber auch, 30er ist Maximum, was durch Gabel und Rahmen geht. Wenn ich es mir so angucke, vielleicht gehen auch 32er rein, aber dann ist wirklich Schluss. Das heißt, wir haben hier wirklich ein rassiges Rennrad und kein, sag ich mal, Gravel-E-Rennrad-Hybrid, wie es viele andere Hersteller in dem Bereich machen. Hier haben wir das absolute Top-Modell, ausgestattet mit einer Shimano Dura-Ace Di2, Synchros-Carbon-Laufrädern und wie gesagt, dem Antrieb samt
internem Akku und Range Extender, Carbon Cockpit, alles integriert, kostet 9.399 Euro und meiner Meinung nach ist das schon ein ganz fairer Preis. Ich komme immer blöd vor, wenn ich sage, 9.400 Euro ist günstig, aber angesichts dessen, was man hier kriegt im Gesamtpaket, ist es das wirklich, vor allem wenn man sich überlegt, Dura-Ace Di2 Carbon-Laufräder, hochwertiger Carbonrahmen, da zahlt man auch bei Scott für ein vergleichbares Rad ohne Motor ähnlich viel. So, wir sind gewachsen, weil zum Thema Fahrbericht kann ich nicht besonders viel sagen. Ich bin das Rad jetzt gerade nur ein paar Meter gerollt. Dafür mein Kollege Flo Nowak, unser Rennradredakteur, war bei Scott, hat sich die Präsentation angehört, ist das Rad auch schon einige Kilometer gefahren. Deswegen, ich bin jetzt raus, übergebe das Wort an Flo. Flo, erzähl uns was zum Rad. Genau, also ich habe schon ein paar coole Touren hinter mir mit dem Bike. Es fährt sich eigentlich genauso, wie es aussieht. Fast wie ein normales Rennrad. Wir haben hier natürlich den Male-Antrieb hinten drin und den Akku im Unterrohr verbaut. Spürt man natürlich gewichtsmäßig ein bisschen, was sich im Handling niederschlägt. Also gerade auf Abfahrten sollte man ein bisschen aufpassen, dass man da auch den Lenker ordentlich in der Hand hält, weil natürlich das Gewicht von fast 11 Kilo schon ein bisschen mehr schiebt als jetzt ein normales Rennrad, sage ich mal. Aber grundsätzlich fährt es sich dadurch nicht anders wie ein normales Rennrad. Gerade auf der Ebene hat man durch dieses Mehrgewicht eine super Laufruhe und kriegt einfach ein sicheres Fahrgefühl mit. Und dadurch liegt das Rad einfach super satt auf der Straße. Okay, Flo, ich habe jetzt mal noch eine fiese Frage. Du bist ja schon das ein oder andere E-Rennrad und E-Gravelbike gefahren. Versuch's mal so ein bisschen einzuordnen. So, wie schlägt sich so im Vergleich zu so einem, sag ich mal, klassischen Fazua-Rad oder so einem Specialized Creo? Ich meine, das ist ja auch, sag ich mal, optisch und preislich in derselben Liga. So, versuch's mal einfach so einzuordnen. Muss gar nicht sagen, was besser oder schlechter ist. Genau, also ich würde es auf jeden Fall im sportiven Bereich ansiedeln. Klar, allein optisch schon, aber auch von der Performance her. Gerade die Abstimmung des Antriebs ist sehr sportlich gestaltet und bietet eine super Unterstützung, gerade im Antrieb um Kurven rum, wenn man wieder von, ich nenne es mal, von Null auf beschleunigen muss. Oder eben auch am Berg hat man eine super Unterstützung. Also zum Pässe fahren ist es super geeignet. Und da meiner Meinung nach aktuell gerade im Zusammenspiel Optik, Performance, diesen ganzen Rahmen, Cockpit-Setup, was man hier hat, das kompletteste Rad im sportiven Bereich, was das Thema E-Rennrad angeht zurzeit. Okay. Und dann noch so zwei Punkte, die, glaube ich, vielen klassischen Rennradfahrern einfach wichtig sind. Das ist zum einen, wie fährt sich es denn so quasi über der 25 km/h Grenze? Und zum anderen, wie ist es mit der Lautstärke? Also wenn der Motor auch mal bei so einem Pass wirklich auch ein bisschen unterstützt, summt es dann vor sich hin, nervt dich das? Wie hast du das wahrgenommen? Genau, also gerade mit Fahrtwind oder so hört man den Motor eigentlich gar nicht oder den Antrieb. Berghoch, wenn man mal richtig langsam wird, kann man schon so ein leichtes Surren hören, wenn er ordentlich unterstützt. Für mich war es jetzt aber nicht störend, weil man auch gerade auch die Kette ja immer ein bisschen hört. In diesem Lautstärkenbereich orientiert sich da auch so der Antrieb, würde ich sagen. Jenseits der 25 entkoppelt der eigentlich relativ gut und stufenlos, hat also auch kein abruptes Abreißen der Unterstützung. Was man natürlich schon spürt, also gerade wenn ich jetzt auch mal im Testen über 25 berghoch beschleunigt habe, richtig angetreten habe, da spürt man natürlich schon, dass man dann halt auch hinten ein sattes Mehrgewicht dabei hat und da schon dann ordentlich in die Pedale treten muss. Ja gut, ansonsten ist es eher selten, dass du mit 25 dann wirklich auch im Berg hochtrittst von dem her. Genau, also ja. da braucht man dann wahrscheinlich auch keinen E-Ride. Ja. Was mir natürlich hier besonders gut gefallen hat, ist dieses Konzept, dass es sehr aerodynamisch gehalten ist, mit einer hochwertigen Ausstattung und Carbonlaufrädern, die den Fahrer auch unterstützen, wenn er im Flachen unterwegs ist, was oft ein riesen Nachteil bei diesen Vorgänger-E-Rennradmodellen war von anderen Herstellern, nenne ich es jetzt einfach mal. Und da hat man hier ein Superbike, was man auch in der Ebene nutzen kann und beispielsweise in der Gruppe mit Freunden, Kollegen, die vermeintlich stärker sind, auch im Windschatten mithalten kann, was sonst oft ein riesen Nachteil war. Ja, so viel zum Scott Addict E-Ride von uns. Was meint ihr zum Rad? Findet ihr es gut? Findet ihr es schlecht? Was meint ihr generell zum Thema E-Rennrad? Habt ihr vielleicht eins?
Lasst einen Kommentar da, gerne auch, wenn ihr noch Fragen habt zum Rad. Wir versuchen natürlich, die dann auch zu beantworten. Und ansonsten, ja, danke fürs Zugucken und bis bald. Ciao.